Und ja, einfach durchgehen, einsammeln, dann habt ihr das auch. Damit kommen wir auch schon zum dritten Artefakt. Und zwar finden wir das hier bei Katie Corner. Einfach hier, schwimmt auch wieder in diesem komischen, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Markiert es mal einfach für euch. Und zwar genau hier rechts auf der Map bei Katie Corner. Genau hier, also links, bisschen neben Katie Corner, genau bei diesem komischen. Ja, keine Ahnung, was das ist hier. Steht auch eine Truhe drauf. Da auch einfach durchlaufen hier wieder. Und das mache ich mal kurz, dann seht ihr hier wieder ein Alien-Artefakt aufgesammelt. Also vier Stück bekommt ihr insgesamt wieder. Und ja, das ist auf jeden Fall zu dem dritten Ort. Katie Corner, würde ich sagen, springen wir ab weiter zum vierten. Somit kommen wir auch zum vierten Alien-Artefakt und das finden wir neben Belieba Beach und ich muss mich ein bisschen sputen, weil der Sturm in Gruppenteile ist jetzt ruckzuck da und zwar finden wir den hier bei diesem Spire-Turm. So, und ich lande mal, da sieht man schon, also direkt auf der Treppe von diesem Spire-Turm, ich markiere es natürlich direkt für euch, finden wir das nächste Artefakt. Du könntest so, genauso denke, gut Radio Sturm, hören aber, oder Schallplatten. Gut. Also oder hier das nächste Artefakt, das vierte Artefakt. Ich markiere es eben für euch, und zwar hier oben, etwas überhaupt neben Belieba Beach auf der aber Karte, hast dich auf ganz der klar für Spotify entschieden. Und dann die Treppe. Danke sagen. Und ja, ich sammle es eben ein. Und dann sehen wir wieder vier Alien Artefakte erhalten. Ja, perfekt. Und das zu dem vierten Ort. Weiter geht's ab zum fünften Ort. Und damit kommen wir auch zu dem letzten Alien-Artefakt und das finden wir bei dem Lock-Jam-Sägewehr. Jetzt muss ich wieder wählen, weil der Sturm ist schon wieder nah. Keine Ahnung, was im Gruppenteil hier aktuell los ist, aber... Lockjam-Sägewerk wisst ihr jetzt hier bei dieser Burgerbude und da ganz hinten am Ende, da seht ihr das letzte Artefakt hier einfach ganz hinten bei dem Haus, beziehungsweise da ist gerade, genau, ich wollte sagen Trampolin, aber da ist das Artefakt auch drin, also einfach hier bei diesem Unterstand hinten, ich markiere es nochmal eben für euch, das Ganze hier unten links auf der Map, genau, also da ist gerade Lockjam-Sägewerk, wisst ihr, und damit kommen wir auch zu diesem Spire-Turm und da die Treppe, man erkennt es noch gut, also hier das nächste Artefakt, das vierte Alien-Artefakt. Ich markiere es eben für euch und zwar hier oben neben Belieba Beach auf der Karte, hier auf der Map, einfach hier bei diesem Spire-Turm und da die Treppe. Und ja, ich sammle es eben ein und dann sehen wir wieder vier Alien-Artefakte erhalten. Ja, perfekt. Und das zu dem vierten Ort. Weiter geht's ab zum fünften Ort. Und damit kommen wir auch zu dem letzten Alien-Artefakt und das finden wir bei dem Lock-Jam-Sägewehr. Jetzt muss ich wieder wählen, weil der Sturm ist schon wieder nah. Keine Ahnung, was im Gruppenteil hier aktuell los ist. Aber bei Lock-Jam-Sägewerk wisst ihr jetzt hier bei dieser Burgerbude und da ganz hinten am Ende, da seht ihr das letzte Artefakt hier einfach ganz hinten bei dem Haus. Beziehungsweise da ist gerade, genau, ich würde sagen Trampolin, aber da ist das Artefakt auch drin. Also einfach hier bei diesem Unterstand hinten, ich markiere es nochmal eben für euch, das Ganze hier unten links auf der Map, genau hier an diesem Punkt. Ich hoffe, man sieht es noch gut. Einfach hier bei dem Sägewerk und dem Burger-Restaurant und ja, das Ganze hinten links. Und ich laufe wieder durch. Dann wieder Alien-Artefakte, vier Stück insgesamt. Und yes, das wären auf jeden Fall erstmal alle Alien-Artefakte aus der ersten Woche. Ich denke mal, Woche 2 kommen dann wieder neue. Aber es gibt noch eine weitere Methode, wie ihr diese Alien-Artefakte bekommen könnt. Und die gucken wir uns auch direkt noch einmal an. Und dafür bin ich einmal kurz nach Twitter gewechselt, denn Hypex hatte das gut erklärt. Es gibt nämlich diese neuen Kisten hier. Ihr habt sie vielleicht schon mal gesehen, auch vielleicht in Leeds oder sowas. Das sind krasse neue Kisten und die sind auf der Map verteilt. Aber die gibt es wohl nur im Squad-Modus, also wenn ihr zu viert spielt. Und die tauchen erst später auf, werden aber dann auf der Map angezeigt, quasi wie Vorratslieferung, wenn ich zum Beispiel reingehe, ne? Gucke, dann seht ihr ja, wenn ihr einfach hier im Spiel seid, seht ihr ja, wenn Vorratslieferung kommt. Und genauso sieht es auch ungefähr aus, nur halt mit einem kleinen lilanen Punkt, der dann so kommt. Ich guck mal kurz, ob jetzt gleich noch welche reinkommt. Aktuell sieht es nicht so aus. Dann seht ihr zum Beispiel, wenn jetzt hier zum Beispiel eine Kiste wäre, ne, dann würdet ihr hier so einen kleinen lilanen Fleck sehen, quasi wie diese Kiste hier, wie sie aussieht. So sieht das Ganze dann einfach aus auf der Map, dass ihr das sehen könnt. Aber was ihr machen müsst, um diese kosmische Kiste heißt die, um mir die aufmachen zu können oder generell kriegen zu können, ihr müsst mit eurem Squad halt hier hin, und ich mach das Ganze mal groß, ich hoffe man erkennt es, weil ihr wieder nicht ganz so gar hier auf Twitter, aber es kommt zwischendurch immer Schwachpunkte und jeder muss immer abwechselnd einen von diesen Schwachpunkten treffen. Vielleicht habt ihr es auch schon ausprobiert und so kriegt ihr halt diese Kiste einmal komplett offen. Ihr seht so, ein bisschen gesplittert immer ein bisschen, ne? Die hat jetzt hier einen Splitter, jetzt wird sie wieder angeschlagen, dann ist da ein Splitter. Es kommen also zwischendurch immer so Schwachpunkte und ja, so kriegt ihr halt die Kiste auf, wirklich nur im Squad zusammen, also im ganzen Team. Und so kommt ihr dann auch an krassen Loot ran, wobei der schon ein bisschen gefixt ist, aber so kommt ihr vor allem auch an weitere Alien-Artefakte ran. Und wenn ihr die nämlich aufgemacht habt, habt ihr auch vier weitere Alien-Artefakte. Also jedes Mal, wenn die aufgeht, jetzt so zum Beispiel, zack, jetzt geht sie auf, dann kommt hier krass Loot raus. Und hier zum Beispiel
extrem viele Raketenwerfer, quasi vier Stück für jeden ein hier, mega gut. Und dazu auch noch vier von diesen Alien-Artefakten, dass ihr die natürlich so auch sammeln könnt. Also das ist auf jeden Fall die zweite Möglichkeit mit diesen Truhen. Ich hoffe auf jeden Fall, ich habe euch hier weitergeholfen mit diesem Video. Falls ja, lasst doch gerne ein Like da, lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr neu wart. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao. Bist du aktuell im Studium und weißt noch nicht so ganz, was du nach deinem Abschluss machen möchtest. Eine Sache weißt du allerdings, du möchtest Gas geben. Ja, du möchtest zu renommierten Unternehmen, du möchtest Karriere machen, du möchtest auch Geld verdienen, du möchtest spannende Aufgaben haben und eben nicht so einen langweiligen 0815 Job, wo du dich jeden Tag zur Arbeit quälen musst. Dann pass jetzt ganz genau auf. Es ist extrem wichtig, wenn du in diese Bereiche rein möchtest, wo du eine hohe Konkurrenz hast, sprich, wo viele andere Studierende ebenfalls rein wollen, also große Banken, große Beratungen, große Konzerne etc., dass du dann so früh wie möglich im Studium schon anfängst, die Weichen dafür zu stellen. Ja, du musst nämlich, um in diese Bereiche reinzukommen, beispielsweise sehr gute Noten im Studium schreiben. Da hört es aber noch nicht auf. Du musst relevante Praktika sammeln. Du solltest dir vielleicht schon ein relevantes Netzwerk aufbauen. Du kannst beispielsweise dir Stipendien sichern. Und all das sind Dinge, die man sehr früh systematisch angehen kann. Und da musst du jetzt auch nicht irgendwie Angst bekommen, dass es komplett utopisch ist. Ja, das verläuft alles Schritt für Schritt. Aber je früher du für dich diesen Gedanken gefasst hast, dass du verstehst, okay, du bist möglich, in diese Bereiche reinzukommen, um eben einfach alles aus deinem beruflichen Potenzial herauszuholen, desto früher kannst du auch schauen, was für Schritte du jetzt einleiten kannst. Und egal in welcher Situation du gerade bist, egal ob du irgendwie an einer top-renommierten Universität studierst, egal ob du Noten hast oder noch nicht, man kann, egal von welcher Ausgangssituation, jetzt Schritte einleiten, solange du motiviert bist. Und da kommen jetzt wir ins Spiel von der Banking Careers GmbH. Wir haben über die letzten anderthalb Jahre schon 500 anderen ambitionierten Studierenden dabei geholfen, den Einstieg oder sich bestmöglich für den Einstieg vorzubereiten in Investment Banking, Strategieberatung, Private Equity, Asset Management und im Konzern. Und wenn du dich dann mal mit uns austauschen möchtest, wenn du dann mal eine Einschätzung haben möchtest, was du tun musst mit deiner aktuellen Ausgangssituation, deinem Noten, deiner Uni etc. und deinem Ziel, oder vielleicht was für Ziele auch für dich in Frage kommen würden, wenn du einfach mal mit uns, mit unserem Erfahrungsschatz in Austausch gehen möchtest, dann bewirb dich einfach mal bei uns auf unserer Webseite, die ist hier direkt unter dem Video verlinkt, auf pumpkincareers.com, kannst du dich einfach mal bewerben auf die kostenfreie Status Quo.